Mein Sohn wird 4 Jahre alt und heute gibt es für ihn eine Dino-Torte. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kochkanal Kochen mit Melody. Arthur ist 4 Jahre alt geworden. Wow! Beziehungsweise hat er heute Geburtstag. Und in ein paar Stündchen geht hier eine große Gartenparty los. Und da er momentan sehr auf Dinos steht, hat die Mami sich gedacht, braucht Arthur heute eine Dino-Torte. Letztes Jahr war es ja ein Zugkuchen. Ich blende es euch kurz ein. Ich verlinke euch das Video auch unten in die Infobox, falls ihr wissen möchtet, wie man den Zugkuchen macht. Heute, wie gesagt, gibt es aber eine Dino-Torte. Und zwar sieht diese so aus. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf meinen Kuchen. Da steckt sehr viel Arbeit drin, aber habt wirklich keine Angst, ihn nachzumachen. Es erfordert einfach nur ein bisschen Zeit, aber ihr könnt das auch garantiert. Diese Torte besteht aus 4 Tortenböden. Gefüllt ist sie mit einer Buttercreme, quasi einem Frosting und einer Ganache. Und das grüne hier ist auch eine Ganache. Und natürlich kommt hier oben noch ganz viel Deko-Zeug. Das verlinke ich euch auch alles in die Infobox. Also ihr könnt den wirklich 1:1 nachmachen. Ihr dürft jetzt gerne dranbleiben. Ich zeige euch jetzt Schritt für Schritt, wie diese Torte entstanden ist. Und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Für den Tortenboden brauchen wir 150 Gramm Weizenmehl, 6 Eiweiß, 6 Eigelb, 150 Gramm Zucker, 50 Gramm Speisestärke, einen Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Als erstes geben wir das Eiweiß in eine große Rührschüssel. Die Eier habe ich vorher schon getrennt. Dann kommt hier noch die Prise Salz hinzu und dann wird das Ganze 3 Minuten steif geschlagen. Ganz, ganz wichtig, 3 Minuten. Nach 3 Minuten könnt ihr dann die Hälfte vom Zucker hineingeben ins Eiweiß und nochmal 3 Minuten steif schlagen das Ganze. Die Eiweißmischung mit dem Zucker ist jetzt steif geschlagen und das Ganze fühlt sich an wie eine Wolke und ist richtig fest und genau so soll es sein. Und das Eiweiß könnt ihr dann einfach in eine andere Schüssel geben, denn die Rührschüssel brauchen wir jetzt noch für das Eigelb. Jetzt geben wir hier die Eigelbe rein und auch den restlichen Zucker. Übrigens muss die jetzt nicht ganz sauber sein, das ist kein Problem, wenn da jetzt noch ein bisschen Eiweiß dran ist. Und das Ganze wird jetzt 5 Minuten weißcremig geschlagen. Nach 5 Minuten ist unsere Eigelb-Zuckermasse schön cremig und dick geworden und genauso soll es auch sein. So sieht das Ganze auch. Es ist auch ein bisschen heller geworden von der Farbe, also alles richtig. Nicht, dass ihr euch wundert. Jetzt gebe ich hier die Hälfte vom Eiweiß in die Eigelb-Mischung rein und das Ganze wird dann untergehoben. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr auch das restliche Eiweiß reingeben. Es ist einfacher, wenn man das in 2 Schritten macht, als alles auf einmal. Deswegen die 2 Steps. Das ganze Eiweiß jetzt schön unterheben, bis es eine schöne dicke Masse ist. Und jetzt kommen noch die trockenen Zutaten rein. Hier sieben wir jetzt das Mehl hinein, die Speisestärke und auch das Backpulver. Jetzt können die trockenen Zutaten ebenfalls untergehoben werden. Und das ist ein bisschen tricky, denn gerne versteckt sich das Mehl ganz unten auf dem Boden der Rührschüssel. Deswegen könnt ihr da wirklich von ausgehen, dass ihr da ein paar Minuten unterhebt. Es sollte auf jeden Fall kein Mehl mehr in der Masse zu finden sein. Und die kommt jetzt in eine 26 cm Springform. Die habe ich mit Backpapier ausgelegt und die Ränder bitte nicht fetten, sonst rutscht beim Backen der Rand runter und das wollen wir ja nicht. Es soll ja ein hoher Boden werden. Jetzt geben wir die Masse in die Springform und dann können wir das Ganze schön glatt streichen und gleichmäßig verteilen, die Masse. Und dann kann das in den Ofen und zwar bei 180 Grad Ober-Unterhitze und das für circa 35 bis 40 Minuten.
Nach 37 Minuten habe ich jetzt den Ofen geöffnet und habe jetzt mal die Stäbchenprobe gemacht. Einfach ein Stäbchen rein, rausziehen und wenn da kein Teig mehr an diesem Stäbchen kleben bleibt, dann ist der Boden fertig. Und damit der Boden keinen Kälteschock bekommt und eingeht, macht einfach den Ofen aus und lasst die Tür offen und das ungefähr 3 Minuten. So kann er sich ein bisschen an die Außentemperatur gewöhnen und dann können wir ihn rausnehmen und hier auch nochmal 2-3 Minuten abkühlen lassen. Und jetzt nehmt ihr euch ein Messer und löst die Seitenränder. Und so sieht unser Tortenboden jetzt aus. Er ist super hoch geworden und sehr fluffig. Und man kann hier bis zu 3 Tortenböden schneiden. Wenn ihr den Tortenboden am gleichen Tag verarbeiten wollt, also quasi mit Creme bestreichen, dann müsst ihr ihn unbedingt gut auskühlen lassen. Das ist ganz wichtig. Solltet ihr ihn morgen benutzen wollen, dann könnt ihr ihn einfach frisch halten, indem ihr ein feuchtes Tuch über Nacht über den Kuchen legt, damit dieser nicht austrocknet. Ihr könnt ihn aber auch einfach einfrieren in Frischhaltefolie. Dann könnt ihr ihn wirklich bis zu Wochen noch benutzen. Ich werde ihn heute benutzen und dafür lasse ich ihn aber jetzt erstmal gut auskühlen. Für unser White Chocolate Frosting, um die Torte einzustreichen also, brauchen wir 500 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Puderzucker, 150 Milliliter Sahne und 400 Gramm weiße Kuvertürenschokolade. Als erstes geben wir die Sahne in einen Topf und lassen sie aufkochen, beziehungsweise nicht ganz, denn kurz bevor sie hochkommt, nehmen wir die Sahne vom Herd, dann ist es nämlich die richtige Temperatur. Die Sahne geben wir dann in eine Schüssel mit den gebrochenen Kuvertüren-Schokoladenstücken. Ich kann euch nur einen guten Rat geben, kleine Stücke von der Schokolade zu machen, denn dann schmilzt die Schokolade besser und schneller. Gebt dann einfach einen Teller auf, die Schüssel drauf mit der Sahne und der Schokolade, nicht anfassen, nicht rühren, denn dann schmilzt es wirklich besser, wenn die Schokolade ein wenig Ruhe hat. Und dann könnt ihr natürlich das Ganze gut mischen nach 5 Minuten und die Schokolade ist super geschmolzen. Und die lassen wir jetzt 20 Minuten auskühlen. Währenddessen machen wir das Frosting. Dafür geben wir die Butter in eine große Rührschüssel mit dem Puderzucker. Achtung, die Butter muss weich sein, sonst habt ihr hier länger zu tun. Und das Ganze wird dann schön gerührt mit dem Handrührgerät und zwar für 8 bis 10 Minuten ungefähr. Und so sieht das Frosting dann jetzt aus. Schön cremig aufgeschlagen. Aber eine Sache fehlt ja noch und zwar die Ganache, die weiße Schokolade mit Sahne. Die gebe ich jetzt hier hinzu, mische das Ganze gut durch und bitte alles benutzen von Schokolade. Deswegen schön auskratzen die Schüssel und dann ein wenig weiter rühren und fertig. Unsere White Chocolate Frosting Creme ist fertig. Ihr könnt sie natürlich jetzt so bestreichen, also die Tortenböden, aber ich finde sie ein bisschen zu flüssig, deswegen gebe ich sie noch 20 Minuten in den Kühlschrank und danach habt ihr eine ganz tolle White Chocolate Frosting Creme für die Torte. Kommen wir jetzt zum Torte einstreichen und ich finde, das macht am meisten Spaß. Dafür nehme ich mir den Tortenboden, den ich heute gebacken habe, lege ihn auf die Unterseite und dann wird er einmal halbiert. Übrigens ist er so hoch, dass ihr ihn auch zweimal durchschneiden könntet. Ich mache es jetzt nur einmal, sodass ich 2 Tortenböden habe. Und ich habe gestern noch einen gebacken, weil ich brauche ja 4 Tortenböden und hier sind meine anderen beiden. Und jetzt brauche ich unbedingt noch meine Tortenplatte und zwar ist die drehbar. Das ist wirklich super praktisch, um Torten einzustreichen. Ich verlinke es euch mal in die Infobox. Dann nehme ich mir den ersten Tortenboden und zwar lege ich ihn mit der Backoberseite nach unten auf die Tortenplatte. Und dann kann es losgehen. Ich habe mir meine Creme aus dem Kühlschrank genommen. Ihr seht, sie ist schön streichzart, aber doch etwas fester. Jetzt gebe ich eine Schicht auf meinen Tortenboden. Achtet bitte darauf, dass da nicht zu viel ist. Wir brauchen nämlich ganz schön viel von dem Ganzen. Es gibt nämlich 4 Tortenböden und das Ganze muss auch rundherum eingestrichen werden. Deswegen seid ein wenig sparsam, aber natürlich darf da einiges drauf. Dann nehme ich mir einen Streichspachtel. Wenn ihr sowas nicht habt, dann könnt ihr natürlich auch einen Löffel nehmen. Und dann mache ich hier eine runde
ja, Schneckenform, sage ich mal, in meine Creme. Denn da gebe ich jetzt noch ein bisschen Schokostreusel hinein. Müsst ihr nicht machen, ich finde es aber sau lecker. Ihr könnt zum Beispiel auch Marmelade nehmen, wenn ihr wollt. Jetzt gebe ich hier die Schokostreusel einfach in meine Schnecke, sage ich mal. Und dann kommt der zweite Tortenboden drauf. Und der wird natürlich auch eingestrichen. Achtet immer darauf, dass die Tortenböden gleichmäßig aufeinander liegen und dass auch gleichmäßig Creme auf die Tortenböden draufkommt. Und dann hier wieder Creme drauf, alles schön glatt verstreichen und dann mache ich hier wieder meine Schnecke und dann kommt auch hier wieder Streusel rein. Das sieht danach auch beim Anschneiden sehr cool aus und dann kann auch schon der nächste Tortenboden wieder drauf. Und das gleiche mache ich jetzt noch mit dem letzten Tortenboden. Auf den obersten Tortenboden kommt natürlich auch Creme und so sieht das Ganze jetzt aus. Das sieht jetzt noch so ein bisschen unordentlich aus, das ist aber normal und kein Problem. Dann nehme ich mir hier so einen Teigschaber und streiche das Ganze schön glatt da oben und nehme auch die überschüssige Creme rundherum und streiche das rundherum glatt. Deswegen eignet sich eben diese drehbare Tortenplatte auch, weil sich das Ganze dann einfach so besser einstreichen lässt, weil man sie halt drehen kann. Und das Ganze wird jetzt schön eingestrichen, die ganze Torte und ja, bis das Ganze dann so aussieht. Und so sollte eure Torte dann am Ende aussehen. Ich habe mir jetzt hier ein dünnes Brett geschnappt und habe das einfach mit Geschenkpapier eingepackt. Das sieht nämlich ganz toll aus, wenn die Torte dann darauf steht. Und jetzt habe ich hier eine Tortenschaufel, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und damit hebe ich jetzt die Torte auf meine Tortenplatte, auf die eingekleidete. Ein bisschen schmutzig geworden, kann man aber wegwischen, kein Problem. Ihr seht, hier ist jetzt so ein bisschen was kaputt gegangen, kein Problem. Einfach ein bisschen Creme aufbewahren und einkleiden. Jetzt habe ich hier so kleine grüne Kekse gefunden im Supermarkt. Und die gebe ich jetzt auf den unteren Teil meiner Torte. Die müssten übrigens überhaupt nicht gleichmäßig draufgegeben werden, denn es ist eine Dino-Torte und das ist ja meistens eine wilde Torte. Und wenn ihr die Kekse rundherum verteilt habt, dann kann die Torte für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank, damit sie ein wenig fester wird. Wir müssen jetzt noch den grünen Drip erstellen. Das sind diese grünen Streifen hier am Rande unserer Torte. Dafür brauchen wir 100 ml Sahne und 200 Gramm weiße Kuvertürenschokolade. Und wir brauchen grüne Lebensmittelfarbe. Allerdings nicht herkömmliche Lebensmittelfarbe, die würde hier nichts bringen, sondern brauchen wir öllösliche Farbe. Und zwar würde die herkömmliche Lebensmittelfarbe nichts bringen, weil hier ein zu hoher Fettgehalt ist in Sahne und Schokolade. Also muss es eine öllösliche Farbe sein. Ich habe jetzt hier im 10er-Pack welche bestellt auf Amazon. Ich verlinke euch das gerne auch mal hier unten in die Infobox, wenn ihr wollt. Und dann nehme ich mir auf jeden Fall die Sahne und gebe ein paar Tropfen von der grünen Farbe hier rein und mische das Ganze. Das ist mir jetzt wirklich hier viel zu hellgrün, deswegen gebe ich jetzt hier nochmal ein paar Tröpfchen rein. Und ich finde tatsächlich, dass das alles sehr grün ist, deswegen nehme ich jetzt einfach nochmal ein paar Tropfen braun, mische mir das hier an und ich finde, das sieht schon viel, viel besser aus. Aber Achtung Leute, das Ganze dunkelt noch nach beim Aufkochen. Jetzt kommt die grüne Sahne in meinen Topf. Das ist die gleiche Methode wie vorher. Die lasse ich jetzt schön aufkochen und bevor sie hochsteigt, nehme ich sie vom Herd und gebe sie in eine Schüssel mit der klein gehackten Schokolade. Und dann gebe ich auch hier wieder einen Teller auf die Schüssel und lasse das Ganze 5 Minuten ruhen. Und nach 5 Minuten könnt ihr das Ganze hier umrühren und ihr seht, die Farbe verändert sich. Sie wird richtig grün und ja, das ist eigentlich das perfekte Grün, was ich wollte, nämlich so ein richtig giftiges Grün. Und das Ganze darf jetzt 15 bis 20 Minuten im Kühlschrank abkühlen. Meine Ganache war jetzt 20 Minuten im Kühlschrank und ihr seht, sie ist noch nicht so fest. Also ihr müsst mal gucken, wie kalt euer Kühlschrank ist. Vielleicht muss sie auch noch ein bisschen länger drin bleiben. Es soll auf jeden Fall nicht so sein, dass sie ganz nach unten tropft. Ich gebe jetzt auf jeden Fall meine Ganache in einen Spritzbeutel und dann werde ich hier meine grüne Farbe am Rand herunterspritzen. Und das Ganze soll auch unordentlich aussehen. Also es ist völlig in Ordnung, wenn das jetzt keine schönen Tropfen sind, so wie man es vielleicht von einem Drip erwartet. Also es soll ruhig ein bisschen schmutzig sein. Ich sag mal eben eine Dino-Welt. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt hier noch so einen kleinen Teigspachtel nehmen und da einfach hier noch ein bisschen,
ja, das Ganze, sage ich mal, runterarbeiten und ein bisschen formen. Und die restliche Ganache kommt oben auf die Torte drauf. Das Ganze wird dann noch schön glatt gestrichen, aber auch hier gilt, es muss nicht perfekt sein. Der letzte Schritt ist, die Torte zu dekorieren, und dafür habe ich allerhand gekauft. Ich habe hier eine kleine Dino-Girlande gekauft, ich habe Dino-Kerzen gekauft, ich habe eine große 4 bestellt und hier habe ich eine ganze Box bestellt mit ganz vielen Dino-Tierchen. Die kann man jetzt zwar nicht essen oder so, aber man kann sie auf jeden Fall auf den Kuchen stellen und das sieht gut aus. Auch das verlinke ich euch in die Infobox. Hier die Girlande reinstecken, dann die Dino-Torteneinstecher oder wie man das nennt, die 4 reinstecken, dann die Dino-Kerzen noch rein und die Dino-Tierchen. Also wirklich eine ganze Dino-Mannschaft. Und ihr seht, ich finde das alles wirklich so cool. Die Torte ist wirklich herrlich. Sie sieht jetzt übrigens ein bisschen schief aus, das ist aber mit der Kameraeinstellung so, also sie steht gerade. Und ich finde, sie ist wirklich perfekt geworden. Diese Torte kommt jetzt nochmal 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank und dann darf sie serviert werden. Und auch beim Geburtstag kam sie super an. Arthur hatte ganz große Augen. Und ihr seht hier die Torte von innen. Und auch hier ist sie wirklich perfekt, steht wie eine 1 und ist saulecker. Alle waren begeistert, klein und groß. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. So, meine Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, mein Backvideo hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir unbedingt ein Däumchen nach oben für dieses Video und abonniert auch gerne diesen Kanal. Hier gibt es jeden Montag ein neues Koch- oder ein neues Backvideo für euch. Und ganz, ganz wichtig ist es, aktiviert die Glocke, die neben dem Abonnieren-Button ist, denn dann bekommt ihr immer eine neue Benachrichtigung, sobald ein neues Video von mir online ist. Das würde mich natürlich sehr freuen, denn dann sehen wir uns ganz, ganz sicher hier jeden Montag wieder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren. Schickt mir auch gerne ein Foto, wenn ihr es ausprobiert habt. Besucht mich auch gerne auf Instagram unter einfachmelody bin ich zu finden. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche hier wieder. Tschüss!